Die neue Corona-App ist da. Ich habe sie natürlich gleich installiert. Niedriges Risiko wird bei mir im Moment als Status angezeigt. Also kann ich ganz beruhigt sein. Wenn ich dann weiterklicke in das Kästchen, dann erscheint eine Anweisung für das Verhalten. Neben ausreichend Abstand, Tragen eines Mundschutzes und dem Einhalten der Niesetikette steht da auch ganz oben als erstes: Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig. Regelmäßiges Händewaschen mit Seife ist ein gutes Mittel, die Gefahr einer Infektion mit dem Virus zu minimieren. Schon von Kindertagen an wurde mir von meinen Eltern beigebracht, das Erste, wenn du wieder zu Hause bist, ist Händewaschen. Das hat sich eingeprägt und ist bis heute so geblieben. Meistens zumindest. Um die Hände zu waschen und sich vor Viren und Co. zu schützen, reicht ganz einfach Seife und Wasser. Allerdings auf die richtige Anwendung ist zu achten. 30 Sekunden lang sollte man die Hände waschen, so heißt es. Also etwa so lang wie eine Strophe von Der Mond ist aufgegangen oder das ganze Vaterunser. Das kommt von der Länge ungefähr hin. Um die richtige Anwendung geht es auch in der folgenden kleinen Geschichte. Zwei Männer waren unterwegs spazieren. Der eine überzeugter Christ, der andere ein Atheist. Der Atheist ist ein Seifenfabrikant und er eifert sich im Gespräch erbost. Wenn ich mir das Elend in der Welt so ansehe, dann kann ich gar nicht an das Evangelium von Jesus Christus glauben. Was hat sich denn schon seitdem das Evangelium verkündigt wird, geändert? Nichts. Das Evangelium hat sich also als wirkungslos erwiesen. Das Elend der Welt ist noch immer da und sogar groß. Der Christ lief zunächst stumm neben dem anderen her. Er wusste gar nicht, was er darauf sagen sollte. Da fiel plötzlich sein Blick auf einen kleinen Jungen, der im Dreck spielte und herumplanschte. Da konnte sich der Christ seine Bemerkung nicht verkneifen und er sagte zum anderen, zum Seifenfabrikant: Sehen Sie, Ihre Seifen taugen nicht. Schauen Sie doch mal nur diesen Jungen an. Aber hören Sie mal, entgegnet der Fabrikant. Die Seife muss nur richtig angewendet werden. Genauso ist das mit dem Evangelium, sagt der Christ. Wenn man es richtig anwendet, also wenn man daran glaubt, dann wäscht es die Herzen rein und zeigt seine verändernde Kraft. Schlagfertige Antwort, finde ich. Nicht alles Elend der Welt lässt sich durch Glauben und Bibellesen verhindern. Das wäre schön. Aber das zu glauben ist utopisch. Aber der Glaube an Gott, damit verbunden auch das Lesen, Hören und Beschäftigen mit dem Evangelium, also das, was in der Bibel steht, ist schon eine Hilfe. Richtige Anwendung des Evangeliums, wie bei der Seife, bedeutet für mich, auf Gott zu vertrauen und in dem Zusammenhang auch zu schauen, was kann ich in meine Lebensweise integrieren. Was heißt es, in der Gemeinschaft aller auf der Welt zu leben? Das heißt für mich, achtsam sein für andere, auf das, was man tut und auch kauft. Und das ist ein Steinchen auf dem Weg, dem Elend und der Not in der Welt zu begegnen. So kann jeder von uns zu einer Veränderung beitragen. Je mehr dies tun, desto besser. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mafredis.